Smart Home. Viele sprechen darüber, die wenigsten wissen, was es genau bedeutet. Smart Home heißt übersetzt intelligentes Haus. Dabei können Licht, Heizung, Rollläden und vieles mehr per Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Im intelligenten Zuhause sind heutzutage sogenannte Aktoren platziert. Bei Neubauten können diese technischen Bauteile schon bei der Elektroinstallation eingebaut werden. Mit Hilfe der Aktoren können Sie beispielsweise Elektrogeräte, das Licht, Rollläden oder die Heizung per Knopfdruck mittels Smartphone oder Tablet betätigen. Keine Sorge vor zu viel Technik. Elektrische Rollläden, Funksteckdosen oder Dimmer kommen bereits jetzt schon in vielen Haushalten zum Einsatz. Neu ist lediglich, dass die Geräte untereinander vernetzt sind. Das heißt, dass zum Beispiel die Waschmaschine per Funk Kontakt mit dem Handy hält und sich einschaltet, wenn die Photovoltaikanlage auf dem Dach genug Strom produziert. Die Heizung ist mittlerweile so intelligent, weiß, ob ich zu Hause bin oder nicht, dementsprechend senkt sie ab. Sie weiß sogar, bin ich weit weg und kühle ich 10 Grad runter oder bin ich nur schnell beim Billa was einkaufen und kühle ich nur um 1 Grad runter. Auf der anderen Seite habe ich den Vorteil, dass mittlerweile intelligente Photovoltaikanlagen genauso sagen können, jetzt habe ich gerade viel Energie, die ich entweder A verkaufe oder B ins Haus einspeise. Das heißt, liebe Waschmaschine, lieber Wäschetrockner, schalte dich ein. Das Ganze intelligent gesteuert mit einem intelligenten System macht Sinn. Neben Komfort und Energiesparen bietet ein Smart Home auch mehr Sicherheit. So können Sie verschiedenste Beleuchtungsszenarien speichern und steuern. Es gibt einen schönen Begriff, der nennt sich Assistant Ambient Living. Das ist altersgerechtes Wohnen, wo solche Systeme das unterstützen können. Thema Sicherheit. Ich wohne hier, das System erkennt, was ich tue. Das heißt, das System weiß, ich gehe zwischen 3 und 5 in der Früh auf die Toilette, plus minus, rechnet daraus einen Algorithmus heraus. Was macht das System daraus, wenn es plötzlich 2 Tage nicht mehr geschieht? Und weiß, ich bin zu Hause. Das heißt, liege ich am Boden und habe mir das Bein gebrochen, bin ich bereits verstorben und was auch immer ich in dieser Art und Weise daraus mache, das System kann und wird daraus lernen. Ziel der Entwickler ist, das Haus noch smarter zu gestalten. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, in 5 bis 10 Jahren wird Smart Home so aussehen? 5 bis 10 Jahren, 10 Jahren, puh, ist schwierig vorauszusagen. In 5 Jahren eher wird Smart Home in meiner Meinung so aussehen, dass sehr viele Bereiche in Zeiten, wo die Apps aussterben, wie man so schön liest, Smart Homes natürlich nach wie vor mit Mobiltelefonen und Tablets gesteuert werden. Smart Homes sind bereits jetzt per Sprachsteuerung steuerbar. Das heißt, ich kann dann nicht mehr nur per Handy, sondern kann sagen, jetzt hätte ich gerne den Gästemodus oder ich kann genauso, auch wenn ich zum Beispiel querschnittgelähmt bin, mich nicht bewegen kann, sagen, bitte Lichter, bitte Rollos. Es gibt mittlerweile Kamerasysteme, die erfassen, welches Glas ich unter die Wasserleitung halte. Das heißt, da kommt jetzt nicht ein 1/2 Liter Wasser raus oder 1/4 Liter Wasser raus, sondern wirklich dem Glas entsprechend heraus, wenn das ein Roboterarm darüber tut. Aber das muss ich ja irgendwie steuern. Teils mit Sprache, mittlerweile Gestensteuerung, mit Augen gibt es sogar auch schon. Aber das ist schon sehr weit in die Zukunft gegriffen. Aber in die Richtung wird es gehen. Noch vor wenigen Jahren war ein Smart Home eine aufwendige, kostspielige Angelegenheit und nur in Neubauten oder im Rahmen größerer Umbaumaßnahmen zu realisieren. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Heute kann nahezu jeder sein Heim smarter machen.